Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Spiel. Ich habe Minimetro gefunden und habe da Spaß daran gefunden, dieses Spiel zu spielen. Da habe ich mir gedacht, ich teile doch das mal mit euch und stelle das mal vor. Ich habe schon ein paar Stunden gespielt. Ja, mein Ziel ist es, immer über 1000 Punkte zu kommen in jeder Stadt, und ich habe wirklich schon irgendwie 7 Stunden oder 8 Stunden irgend sowas gespielt. Ja, hat ziemlich Spaß daran, und ich habe jetzt hier all diese Städte schon gespielt. So, da habe ich noch gar keins gespielt hier in Seoul oder wie man das auch immer ausspricht. Und ja, ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Also man hat Züge und man kann Linien erstellen, und die Passagiere sind diese geometrischen Formen, und dann muss man schauen, dass man die Linien so erstellt, dass sie immer schön ans Ziel kommen. Also hier ist ein Kreis und hier steht ein Viereck und ein Dreieck. Und dann kommt der Zug. Und dann möchte dieser Passagier natürlich zum Dreieck. Ob es das dieses Dreieck ist oder dieses, ist egal. Und genau, hier haben wir den Fluss und wir haben Tunnel. Jetzt haben wir gerade 2 Tunnel gebaut, was vielleicht ein bisschen eine doofe Idee ist. Nein, wir haben schon 3 Tunnels gebaut. Das kann man einfacher oder sagen wir mal besser gestalten, indem wir einfach hier wieder diese Linie löschen. Die fährt nur bis dahin. Und dann bauen wir hier eine neue Linie. So, dann haben wir nämlich wieder einen Tunnel zur Verfügung. So. Und hier unten sehen wir die Linien. Also ich habe jetzt nur 3 Linien zur Verfügung und insgesamt 3 Züge. Genau, und hier sieht man noch, wie viele Tunnels wir noch übrig haben zum Bauen. Und hier oben sieht man, dass schon Sonntag ist, und jeden Montag, jede neue Woche, bekommen wir neue Züge und können uns dann entscheiden, was wir noch brauchen. Ob wir zum Beispiel, genau, sehen wir jetzt 2. Woche, wir bekommen eine neue Lokomotive. Und jetzt können wir auswählen, möchten wir lieber eine zusätzliche Linie oder einen Anhänger. Und da jetzt noch nicht so viele Passagiere vorhanden sind, entscheide ich mich mal für eine neue Linie. Jetzt haben wir nämlich 2 Lokomotiven und 2 Linien, die wir bauen können. Und wir können natürlich auch eine Lokomotive auf eine bestehende Linie setzen. Das funktioniert natürlich auch. So, und jetzt fängt es schon an mit der Schwierigkeit. Jetzt haben wir hier nämlich eine neue Form. Und ist nur einmal vorhanden. So wie auch das Viereck ist auch nur einmal vorhanden. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass man von überall hinkommt. Das kleinste Problem sind im Moment die Kreise. Da gibt es genügend davon. Muss ich schnell pausieren. Und hier haben wir auch nochmals eine neue Form. Ja.
Schnell überlegen, so vielleicht. Und wir haben nur noch ein Tunnel. Wir könnten zum Beispiel das auch so lösen, dann hier eine neue Linie erstellen. So. Jetzt müssen sie halt ein bisschen viel umsteigen, aber es ist ja egal, es ist ja nicht real oder irgendwie eine Simulation. Das stört die geometrischen Formen nicht, dass sie umsteigen müssen. Sagen, verlängern wir diese Linie mal so, diese so. Jetzt haben wir Freitag. Glaube, ich muss das so lösen. So vielleicht. Will man sagen, neue Linie. Ich glaube, das funktioniert noch so. Und es kommen immer mehr neue Formen, geometrischen Formen. Werdet ihr jetzt dann auch sehen. Dann müssen wir schauen, dass die Linien dann nicht zu lang werden. Beziehungsweise zu viele Stationen haben. Weil jetzt sehen wir hier, sie haben nur 6 Platz pro Zug ohne Anhänger. Jetzt sehen wir, sind hier schon, ist dieser Zug eigentlich schon überfordert, weil er alle Vierecke von hier nach da transportieren muss, weil sich das halt ansammelt hier und hier bei diesen 2 Stationen. Ja. Und hier sehen wir diesen Kreis, der sich anfängt zu drehen. Wenn dieser Kreis sich komplett geschlossen hat, haben wir verloren. Es dürfen nur Maximum 6 Formen warten an dieser Haltestelle. Oh, da oben habe ich. Oh ja, habe ich vergessen. Es dürfen nur 6, maximum 6 Formen warten. Wenn mehr als 6 warten, dann fängt dieser Kreis an, sich zu schließen. Und wenn der geschlossen ist, haben wir verloren. Und das müssen wir halt irgendwie verhindern. Einen vergessen. So, und jetzt wird das Problem sein, dass diese Linie einfach viel zu lang ist, diese blaue, diese hellblaue. Ja, aber was will man machen, hä? Ich könnte. So.
Ja, da muss ich diese Lok auf diese Linie schicken, sonst wird das nichts. Sonst haben wir verloren. Eieiei. Knapp. Und übrigens, die Farben können sich dann auch ändern während dem Spiel. Also es kann sein, dass wir hier plötzlich ein Fünfeck haben hier. Oder da oder wo auch immer. So, unbedingt neue Lok. Jetzt ist die Frage, möchte ich eine neue Linie oder noch weitere Tunnels? Haben wir noch eine Linie? Ich sehe das fast nicht auf meinem Bildschirm. Ich glaube, das ist grün, oder? Ich glaube, wir hätten noch eine Linie. Ne, komm, Linie. Das zwar. Haben wir das Problem mit dem Dreieck? Wie lösen wir das? So, dann können wir hier wieder eine Lok wegnehmen. Diese Linie. Wir das so gestalten, dann eine neue Linie. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Naja, egal. Also, dann können wir diese Lok. Hier die grüne Linie ist ziemlich lang. Hä? Könnten wir hier auf die grüne Linie stellen. Oh ja, seht ihr, jetzt kommt hier nochmals eine neue Form dazu. Jetzt wird dann die blaue, die hellblaue hier auch ein bisschen überfordert sein. So, da könnt ihr nämlich die Vierecke, die von dieser Seite, von dieser Flussseite kommen, könnten wir alles hier hinleiten. Und dann hier den Umsteige Bahnhof bauen. Da müsste dann aber die blaue. Wäre eigentlich schlau. Oh, da hinten auch noch eine. Da auch so. Ja, das wird schon langsam schwierig und wir haben erst 360 Passagiere befördert. Eieiei, hier hinten noch ein Stern. Ich brauche Lokomotiven. Ich hätte noch eine Linie. Also wir könnten hier unten auf dieser Flussseite könnten wir zum Beispiel eine Schnelllinie bauen mit Stern, Kreuz, hier zum Umschlagbahnhof, nee, zum Hauptbahnhof. Hätten ja noch eine Linie. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Linie, weil wir haben nur noch eine Lokomotive. Also ich könnte gar nicht zwei Linien bauen, also nehmen wir die Tunnel.
So, funktioniert denn das hier drüben? Das funktioniert. Orange ist ein bisschen überfordert. Grün ist auch überfordert. Orange wird auch überfordert sein. Eieiei. Moment, Moment. Grün habe ich zwei Loks, dann. So, dann hat die grüne Linie hier drüben auch noch ein Dreieck und die orange Route macht dann einfach das. So, und hier brauche ich jetzt einen Zug. Und grün ist doch die einzige Linie, die zwei Züge hat, also. Eieieiei. Dazu muss ich diesen Zug bereits wieder nehmen. So, Glück gehabt. Orange ist überfordert, hä? Orange ist überfordert. Samstag. Ich brauche eine Lok für Orange. Beziehungsweise jetzt für Grün. Eieiei. Ja, das kommt nicht gut. Orange ist komplett überfordert. Grün auch. So, dann Anhänger. Und für Grün. Ah, der Zug ist schon voll. Ach du Scheiße. Ja, der fährt durch. Und hier fühlt sich's auch. Nein, wir haben es nicht geschafft. 730. Das ist nicht mehr zu retten. Ich könnte diesen Zug dahin
Ne, hier ist schneller, fall diesen Zug dahin. Und dieser Zug dahin. Schade, schade. Naja, ich hoffe, ihr habt das Spiel verstanden und hattet auch ein bisschen Spaß. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und wenn ihr davon mehr sehen möchtet, gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst lassen wir es einfach wieder beim Transport Fever 2 Schönbau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!